Hallo, heute möchte ich euch unseren Fragrance Flame vorstellen. Der absolute Geheimtipp für den Sommer gegen Mücken, Wespen und Co. Ich nutze den unwahrscheinlich gerne, wenn wir gerade draußen sitzen und essen. Dann kommen immer die blöden Wespen und möchten immer ein Stück abhaben. Oder einfach abends, um die Mücken an sich fernzuhalten und ein wunderschönes Licht zu haben. Wie genau der funktioniert, dazu kommen wir jetzt. Nehmen wir ihn erstmal auseinander. Dann haben wir hier zum einen unseren Korpus schön im Blaugrau gehalten. Darin befindet sich unsere Schale. Das ist hier so eine Metallschale. Darin befindet sich noch ein Gitter, was mit dabei ist, wo dann quasi das Wachs reinläuft. Und der Docht. Meiner ist hier schon ziemlich verbraucht bzw. oft genutzt. So sieht der frisch aus. Ein Docht hält übrigens bis zu 100 Stunden und in jeder Packung habt ihr 3 Stück dabei. Also zu jedem Flame gibt es 3 Stück und damit habt ihr quasi Duft für damit könnt ihr ihn quasi 300 Stunden nutzen. Unsere Dochte könnt ihr natürlich nachbestellen und dazu braucht ihr noch unsere Outdoor-Mails, die sind ganz speziell dafür gemacht. Die sind auch in unseren Zitronella-Düften. Und da setzen wir hier quasi die Nase so oben drauf, dass sie zwischen diese Zacken ist und dann sitzt der richtig. So, das mache ich hier mal mit unserem Lilanen. So, dann ganz wichtig, unser Metallring, den bitte immer so draufsetzen, dass wir hier oben die breitere Fläche haben, damit wir unseren Glaszylinder aufsetzen können. Der Glaszylinder ist aus speziellem Glas, es ist hier nochmal verspiegelt und wenn dann die Flamme an ist, wird sich das hier nach hinten entsprechend spiegeln. So, jetzt machen wir das gute Stück mal an. Einfach mit dem Feuerzeug an den Docht und dann geht quasi von dem Meld, das löst sich dann auf und speist unseren Docht. Mein Geheimtipp, wenn man einen Docht schon öfter benutzt hat, dann braucht er manchmal ein bisschen Starthilfe. Dann nehmt ihr einfach ein Meld, haltet das Feuerzeug drunter und lasst ein bisschen Wachs auf den Docht träufeln und dann funktioniert das besser. Also der ist dann nicht gleich kaputt. So, dann unseren Glaszylinder drauf und dann ist es auch schon fertig. Ich zeige euch mal diese richtig, richtig tolle Flamme. Hier seht ihr es. Und ich liebe das, da unten reinzugucken, wenn da dieser Nebel quasi wie so wabert. Und könnt euch vielleicht schon ungefähr vorstellen, was für ein tolles Licht das macht, wenn es abends dunkel ist. Ihr sitzt draußen auf Balkon, Terrasse oder im Garten und könnt es einfach nur genießen. Zum Ausmachen könnt ihr entweder auspusten. Alternativ hat Partylight noch einen Kerzenlöscher dazu getan, der hat auch genau die richtige Größe. Damit könnt ihr dann einfach die Flamme löschen, tut unseren Deckel drauf, damit es gegen Dreck geschützt ist. Und das war's. Ein wunderschönes Teil, den es ausschließlich bei uns gibt. Deswegen mein absoluter Geheimtipp. Viel Spaß damit!